So, ich bin jetzt hier mitten in der Downtown von Beirut. Hinter mir seht ihr den bekannten Glockenturm aus den 30er Jahren. Ja, und das Besondere an diesem Glockenturm ist, dass sich da oben, ihr könnt das wahrscheinlich im Hintergrund sehen, eine echte Rolex-Uhr befindet. Ich bin jetzt hier auf dem Märtyrerplatz. In Beirut ist wieder heute richtig viel Verkehr. Ich hoffe mal, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Ich zeige euch jetzt mal die Mohammed Amin Moschee. Das seht ihr hier jetzt quasi im Hintergrund. Ich mache mal ein bisschen hoch. Geprägt von einer ägyptisch-osmanischen Architektur ist die Hauptmoschee hier in Beirut. So, und hinter mir ist jetzt die Märtyrerstatue. Ich werde euch gleich mal versuchen, von Namen zu zeigen. Also die ist natürlich auch während den Kriegen hier heftig beschädigt worden. Da sieht man teilweise noch diese Spuren. Hier in Beirut ist das meistens so, dass Kirche und Moscheen immer direkt nebeneinander sind. Bei dieser Aufnahme erkennt man das eigentlich ganz gut. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt auch noch eine der römischen Ausgrabungsstätten. Wenn ich das hier so im Hintergrund sehe, dann fühle ich mich auf jeden Fall so, als wäre ich wieder in Rom. Man nennt diesen Platz hier auch teilweise Sternenplatz. Das hat den Grund, weil die Straßen hier neben dem Glockenturm in sternförmiger Form nach unten gehen. So, hier hinter mir ist jetzt die ehemalige römische Therme. Auch eine der Ausgrabungsstätten hier in Beirut. So, hier ist jetzt ein ganz heftiger Kontrast. Das ist das alte Holiday Inn Hotel. Wurde in den 70er Jahren beim Bürgerkrieg heftig beschädigt. Man sieht hier noch einige Einschusslöcher. Und nebendran ein ganz modernes Gebäude. So, ich glaube, aus dieser Position kann man es ein bisschen besser erkennen. Das alte Holiday Inn Hotel.